20. Die reichen zwar nicht, aber es ist ein Anfang. Ach so, eigentlich. Ach ja, ich kann Thunder hier lassen. Dennis, ich begebe mich rüber auf die Insel, ja? Okay. Ja. Und ich gucke wohl wieder, wo ich Steine herkriege. Das ist so lustig. Naja, mal gucken, vielleicht kann ich dir da drüben was mitbringen. Der eine Vorteil ist, Dennis, muss ich ganz ehrlich sagen, der Brachiosaurier, der hier vor uns ist, ne? Ja. Und der nachher auch noch da ist, der wird gezähmt. Stimmt. Das ist eigentlich ja eine sehr gute Basisverteidigung, gerade gegen die größeren. Die nicht nur das, er hat von vornherein auch garantiert ein höheres Level zum Schleppen. Die Standardwerte sind auf jeden Fall deutlich höher, ja. Ja, Menina? Ah, sie ist essen. Ich wollte sie gerade bitten, Alter, ihre Übertragung auszumachen, dann könnt ihr jetzt die scheiß Dodos, Alter. Also, Marco, jetzt wo ich mitkommen. Bin, ist noch ein Triceratops gespawnt. Ja, ich bin neben dir. Draco, willst du mit mir rüberkommen? Ich will, wenn wir hier ins Wasser gehen, da drüben auf die Insel, ein bisschen Leder farmen. Können wir eigentlich machen, ja. Aber gut, na dann ab zum Boot, komm mit. Aber guter Punkt, ich werde mal das Zuschauen beenden, weil die Dodos gehen mir gerade auch auf den Sack. Ja, ohne Ende, ey. Ich bin nur ein kleines bisschen langsam. Warte mal. Ich muss zwar warten, bis jetzt die Steine respawnen, aber ich kann hier die Kristalle schon mal abbauen. Hui! Und wir haben den Vorteil hier, Draco, wir haben hier schon eine Kiste drauf. Oh, da kann ich mal, richtig, da kannst du was einladen, was wir uns da drüben holen. So, stell dich mal bitte richtig rauf aufs Boot, dann nicht, dass du untergehst, wenn ich hier losfahre. Ich bin drauf. Ach man, das ist doch Beschiss. Was denn? Ich wollte gerade den ganz Großen hier abernten, aber das darf ich nicht. Wieso nicht? Weil es nicht geht. Oh. Achso, Dennis, ich hab mir mal das Spiel jetzt hier endlich angeguckt, nachdem ich es Ewigkeiten auf dem Rechner schon hatte. No Man's Sky. Ja? Es ist was für dich. Ach ja? Ja, auf alle Fälle. Also, ich habe jetzt ein bisschen Story gespielt gehabt und es war so geil gewesen. Du bist da auf dem Planeten gelandet, ohne Gedächtnis. Du weißt nicht, was passiert ist. Ja, findest ein abgestürztes Raumschiff, musst du erstmal ein bisschen sammeln, damit du das Ding reparieren kannst. Wir sind nämlich Kombis. Ja, ich habe mein Schwert bei. Ich hasse diese Mistviecher. Okay, kannst du abernten. Und du wolltest weiterreden. Du musst das Schiff erstmal reparieren, dafür musst du Ressourcen sammeln. Du bist in einer lebensunfeindlichen Umgebung. Das heißt, du musst aufpassen, dass du nicht ich bin jetzt auf dem zweiten Planeten, an Toxin stirbst. Am ersten Planeten musst du dafür sorgen, dass du nicht an Kälte stirbst. Okay. Ja, also das ist richtig geil. Und du bist rausgeflogen. Was? Melina ist rausgeflogen. Oder rausgegangen. Ah, jetzt ist er rausgegangen, okay. So. Also ich muss sagen, das Spiel ist extrem geil. Ich habe davon gehört, aber noch nie gespielt. Also ich habe es, wie gesagt, jetzt mal angetestet und ich muss sagen, doch, ja, ist nicht schlecht. Was ist denn hier los? Alter, mein Schwert macht 111 Schaden schon, ey. Da blutet ein Triceratops vor sich hin. Ja, aufpassen, nicht angreifen. Weil hier sind insgesamt 3 Stück drauf. Oh mein Gott, wie die Lophosaurus. Genau. Stirb, du Mistvieh! Alter! Ja, da. Boah! Was ist denn mit dir kaputt, ey? Hm? Ich hau hier auf das Mistvieh zu, Alter! Mit 111 Schaden! Jetzt hab ich's tot gekriegt. Okay, es war schon Level 11 gewesen sogar. Ja. Etwas höher. Ja, Alter, 19 Rotflächen, 50 Leder. 50 Leder? Nice. Ja, ich mach ja auch aktuell mit dem Schwert, Dennis. Also ich schlag gerade mit dem Schwert zu. Ja, stimmt, das ist ja ideal dafür. Ja. Gnadenlos. Aber zurzeit sind hier recht wenige Dinos, außer jetzt die Triceratops, 3 Stück davon. Ich werde mal gucken, was ich für Bolas brauche. Ich gucke, dass ich hier noch irgendwo eine etwas größere Steinquelle finde. Ey. Oh, scheiße. Hätte ich mir die gewusst, ey, hätte ich mir die Sichel mitgenommen, ey. Auf Fasern. Und ganz wichtig, Leute, wir brauchen wieder Narkobären, ne? Narkobären. Okay. Narkobären. Brauchen wir was sammeln.
Ja, dringend. Später, wenn ich dann das Gewächshaus zu stehen habe, werde ich davon gleich mehrere setzen und zum Sammeln. Ja, bitte. Mario Bären. Fünf Stück. Zum Anfang definitiv, Dennis. Später werden wir zwei mehr brauchen, weil ich brauche ja, glaube die doppelte Menge für die Geschosse dann, weißt du? Du, wenn, soweit das Gewächshaus steht, die Büsche, die werden eine ganze Menge geben. Ja. Das wird also das wenigste Problem sein. Okay, Fasern habe ich genug. Stroh brauche ich jetzt und Stein. Stroh ist nicht das Problem. Oh, ich hab den Trizera angegriffen. Scheiße. Jetzt muss ich fliehen. Draco, schnell zum Boot. Ganz schnell. Okay, ich komm. Oh, der verfolgt mich. Aber wenn ich mich verpisse, Alter, bist du fertig. Und beeil dich, ich muss zum Boot. Draco, ich muss weg. Oh ja. Wow. Es haben mich drei Triceratops angegriffen. Okay, jetzt sind sie, jetzt bin ich so los geworden. Alter, die schwimmen gerade. Die verfolgen mich immer noch. Ja, aber nicht allzu lange, weil die können nicht ich so extrem rüber. Ich komm rüber. Oh, versuch. Gott sei Dank. Komm hier mal ich hab ihn aus Versehen angegriffen, Dennis. Ich war nicht mal mit Absicht gewesen. Ja, bist du irre, dass du im Wasser an der Seite musst du hoch? Vorne geht nicht, an der Seite. Ach ja. Oh, genau. Nein, wieder reingefallen. So, bin da. Sehr gut. Okay, fahren wir ein bisschen weiter. Da guckt ihr, wa? Was war das gerade? Das war Draco in seiner liebenswerten Art, den Triceratops zu sagen, Ella Badge, ne. Oder Draco, das war doch so von dir gedacht, oder? Ja, komm mal, wir gehen mal hier rüber, mal gucken, was oh, da nein, so die los Box ist. Voll. Alter! Dennis, ich hab ein geiles Plateau gefunden, ey. Das sieht geil aus. Das da hinten? Ja, hier oben rechts. Das sieht so stylisch aus. Ich leg mal an, dann gehen wir mal ein bisschen erkunden. Hier hätten wir eine richtig geile Anlegestelle. Hier hätten wir riesen Platz, Dennis. Ja, auch für etwas größere Dinos. Oh, gehen wir mal. Schwert ist bereit. Vielleicht finde ich ja ein bisschen kreatives Team für dich, Dennis. Wäre nice. Das ist das Einzige, was mir fehlt, damit ich den Sattel für unseren UFO. Ja, für unser UFO herstellen kann. Alter, wenn hier das B-Motor stören würde, das wäre geil. Hm. Wenn wir hier alles freiräumen, wir sind Mammutbäume, Palmen, Dennis. Auf dem Kristalle. Du, Martin, ich sag's so, wie es ist. Wir werden noch andere Orte finden, die sich sogar noch besser eignen werden. Ja, ja, also wir kennen Karte jetzt neu. Aber das deswegen, wir kennen bisher sehr wenig von der zweite Sommerresidenz. Das könnte echt unsere Sommerresidenz hier werden, Alter. Ist das ein geiles Plateau, Dennis. Und es ist nicht weit weg von dem, wo wir jetzt sind. Da war ich übrigens, hier war ich übrigens vorhin schon gewesen. Mal gucken, was ich hier aus dem Steinschiff schön rausgeschlagen kriege. Feuersteine, Metall und Steine. Okay, der ist weg. Geil. Dennis, ich werde mich mal gleich erkundigen im Internet, wo wir von den Koordinaten her zumindest am besten Obsidian und sowas alles finden und auch Metall, ja? Martin, sobald ich den Sattel habe, brauchst du bloß erkunden gehen. Also ja, kann man auf jeden Fall machen, sehr viele Steine ernten. Ja, wir sammeln ja auch Steine jetzt erstmal ein bisschen für Dennis und bringen die dann erstmal zu ihm rüber. Aber überlade dich nicht zu stark. Ja, sonst kannst du dich nämlich nicht mehr bewegen. Machst du wieder einen Alter auf Man. Ich hab's im Blick. Gut. Und ich versuche nicht aus Versehen den Triceratops zu hauen, der bei mir hier ist. Ja, bitte nicht. Sonst können wir wieder flitzen. Aber Dennis, echt, das sieht so geil aus hier, das Plateau. Wenn wir das freiholzen, haben wir hier riesen Platz. Ist doch gut. Ja, das ist richtig gut. Muss erst mal gucken, warte mal. Das kann ich wegschmeißen, das kann ich wegschmeißen. Das Rest. Was ist. Jetzt schmeiße ich jetzt auch erstmal weg. Ja, ich habe für eine Bola was.
Das schmeiß ich weg, das schmeiß ich weg. Ich habe sogar komischerweise dreimal Zündpulver bei. Ich frage mich, wieso. Da ist ein Pteranodon auf unser Floß gelandet. Boah! Gleich mitnehmen. Allen in über den Kopf, Alter! Ich wollte gerade sagen, über Aids, über Nuschelziehung darf ich mitnehmen. Ja, das Problem ist, Alter, wenn du angreifst, dann tötest du. Der steht da einfach. Der steht da einfach so halb fliegend. Jetzt fliegt er wieder weg. Er ist weg. Na ja. Tschüss, Pteranodon. Schön, dass du dich von unserem Eigentum wegmachst. Hab ich ein Schwein gehabt, Alter. Aber der hat schon eine schöne Farbe, muss ich mal sagen. Der ist weiß. Ich hab Insekten gefunden. Vielleicht kann ich, aber ich kann sie ja noch nicht. Ich weiß jetzt schon, die müssen definitiv was ausmachen, wo ich, Nee, geht nicht. Mann! Na. Kreativ und Chitin herkriegen. Ich habe jetzt gerade. Ja, vor allem, viermal. Ich sag mal, Chitin ist eigentlich am leichtesten. Die müssen nur eine Stelle finden, wo sehr viele Insekten sind. Hier, ja. Weil die Libellen habe ich hier gerade gesehen. Die reichen nicht als Quelle. Weil das Problem, was ich habe, ich sehe nämlich gerade für das Gewächshaus, für die Sachen, ne? Mhm. Ich brauche Zement. Zement? Und das wird aus Chitin hergestellt. Es sei denn, wir schaffen es irgendwie, eine Akantina-Farm zu errichten. Du kannst auch Bibernester ausrauben. Ja, und dann werde ich vom Biber getötet. Nicht, wenn du rechtzeitig abhauen kannst. Dein Glück, Dennis? Ja. Nicht, wenn du vor den Bibern abhauen kannst. So, ich würde sagen, wir kehren erstmal wieder zurück. Ich bin nämlich fast voll mit Steinchen. Ich habe auch viele. Ja, okay. Also ich kehre zurück. Ich bin voll. Oh, warte mal. Da unten ist etwas, was ich eigentlich gerne hätte. Ich muss bloß mit dem Bowler fangen, Alter, und dann mit Betäubungspfeile schießen. Nicht der weiß-rot gestreifte Pteranodon, oder? Brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Wir brauchen ja Chitin-Kreatin, Alter, um ihn erstmal mit dem Sattel auszurüsten. So, kommst du zurück zum Boot? Ja. Gut, ich geh schon mal an Bord. Hüpf. 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 So, da bin ich. Also die Ecke hier ist echt nicht schlecht, oder? Die sieht geil aus. Ja, die ist geil. Und das ist eine Nachbarecke. Ja, ja, deswegen. Aber sobald Dennis den Sattel irgendwie fertig hat, werde ich mal zum Beispiel hier oben rechts mal hochfliegen. Mhm. Und auch links auf den da oben. Da oben wird wahrscheinlich auch Metall sein oder Obsidian. Links der große Berg. Da kann man auch mal so ein bisschen die Insel erkunden. Das finde ich auch toll. Ja, naja, Karte müssen wir ja eh erkunden. Und wenn Dennis das schafft, mit dem Server das so hinzukriegen, dass die nach dem 10 ein höheres Level haben, dann haben wir nochmal Vorteile. Ich finde das alles hier so schön. Ah, die Karte ist echt nicht schlecht. Ich meine, wo Dennis und ich uns am besten auskennen eigentlich, ist in The Island, oder Dennis? The Island und The Center, das sind eigentlich unsere Karten. Auf jeden Fall. Ja, wobei ich mich auch auf Ragnarok ziemlich gut auskenne. Ja, da müsste ich mit dir mal eine Runde spielen, das habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Bei Ragnarok beispielsweise, da kenne ich sogar die Punkte von den unterirdischen, also von diesen Wasserhöhlen. Mhm. Dieser Bogen gehört eigentlich mir. So, alles andere gut. Kann da drin bleiben. Dennis, ich bringe dir jetzt schon mal 178 Stein mit, ja? Und bei mir noch 66 dazu. Na naja, komm, du kannst im Moment noch nicht so viele tragen, das ist ja nicht weiter schlimm, weißt du? Ich weiß. Das kommt alles noch mit der Zeit. Ich weiß, ich kenne das Spiel ja selbst. Ja. Wir haben uns immer ein bisschen anders noch gespielt, Dennis und Ecke. Wir haben uns so schnell wie möglich eigentlich hochgezogen, indem wir einfach einen normalen Server aufgemacht haben. Leider war das Problem gewesen. Wie gesagt, wir waren beide in der Höhle. Ich gehe aus der Höhle raus, es ruckt. Dennis steht neben mir, obwohl er gerade irgendwas in der Höhle gemacht hat. Ja. Wir müssen noch eins weiter. Hier nach links. Oh. Ja. Ich und meine Regierung sind eine Erdnuss. Du, Dennis, ich hab noch Stroh auch mit bei. Mhm.
Ich habe mir nämlich eine Bola hergestellt. Aber was nützt mir die eine Bola, wenn ich das Vieh zähme, kann ich es immer noch nicht.